Herzlich willkommen im Domschatz Nimburg. Ich zeige Ihnen heute ein Ostensorium. Ein Ostensorium ist ein Schaugefäß für Reliquien. Nachdem die Christen in den früheren Jahrhunderten möglichst die Reliquien berühren wollten, ist man dann im 11. Jahrhundert dazu übergegangen, sie zu zeigen. Das liegt vermutlich daran, weil sich zu der Zeit auch wohlhabende Bürger bereits diese wertvollen Reliquien leisten konnten und sie auch zur Schau stellten. Hier handelt es sich um ein fatimidisches Rauchglas. Die Fatimiden beherrschten vom 10. bis zum 12. Jahrhundert Ägypten und Palästina. Und sie schufen solche wunderschönen Kelche. Hier ein Rauchglas, graviert mit Löwen und Greifen. Es gibt weltweit nur noch wenige Exemplare. Wir wissen nicht, welchen Weg dieses Exemplar hierher genommen hat, aber das Gefäß selber ist auch eine Reliquie, eine Berührungsreliquie. Es wird der heiligen Hedwig von Andex zugeschrieben. Die heilige Hedwig von Andex war vermählt mit Heinrich II. Von Schlesien und zu Lebzeiten sehr, sehr beliebt bei den Armen. Sie hat auch Klöster gestiftet und so wurde sie kurz nach ihrem Tode 1243 auch schon heilig gesprochen. Man kann sich vorstellen, was dann passierte. Die Suche nach den Reliquien begann und man stieß auf dieses Glas, aus dem sie getrunken haben soll. Ihr Mann soll ihr auf dem Krankenbett Wasser gereicht haben. Und da wurde wundersamerweise aus dem Wasser Wein. Das ist unglaublich, ja. Aber es gibt eine andere Legende, die trifft schon eher zu. Die Hedwig, die war so demütig, dass sie selbst im ärgsten Winter barfuß gegangen ist. Der Frost konnte ihren Füßen nichts anhaben, aber ihr Beichtvater, der schalt sie und sagte, sie möge Schuhe tragen, dem durfte sie ja nicht widersprechen. Und so trug sie dann auch Schuhe in der Hand. Und wenn wir heute ein Heiligenbild sehen mit einer Frau, die Schuhe in der Hand hat, dann wissen Sie, es ist die heilige Hedwig von Andex.